Hallo Leute, ich bin Tetzer Freak. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, ja, wir haben letztes Mal auch gehört. Wir wollen ja zu den Felstunneln. Und. Ach, ja, komm her. Ich will dich besiegen. Hohoho! Ein aufgewecktes Mädel. Wollen wir ein Kämpfchen wagen? Schwarzgurt, Haruno, Urubo, fordert hier raus. Oh, ein Mensch ist da. Los, Donner hinweg. Ja, und da ist er weg. Götze, mein Name ist V. Ja, das war schön. Uiui! Und wieder ein Poko. Wie die mal gucken, wenn sie besiegt sind. Ein Ratika steht einfach rum. Lass uns beide alles geben, okay? Picknickerin Ilona, freu dich aus. Ein Goldini. Ja, es kann bestimmt schon wieder auch so viel hier. Oh, der eben nicht. Hat kein Rotsofie. Los, gib mir noch was. Was bist du denn jetzt? Was für ein Pokémon hast du jetzt? Taubora? Okay. Interessante Mischung. No. Ja, aber du also. Also wenn du jetzt nicht K.O. gehst, dann werde ich auch nicht. Ich kann schon immer nach hinten gucken. Hab ich gut gemacht? Oh nein, das war zu viel des Guten. Oh, dich mag ich, du bist eine Superbälle. Hallo, Radikal. Ein wildes Radikal schon. Und ein Radikal wurde gefangen. Und da steigen ein paar Level. Hier, Gardos. Hat keiner lernt. Oh mein Gott, ich hab mal keine Radika. Für Radika wurde ein Eintrag in Pokédex angelegt. Die Hinterbeine dieses Pokémon verfügen über kleine Schwimmhäute. So kann es in Flüssen jagen. Okay. Wo denn? Ich sehe da nichts. War jeder Pokémon? Nö. Da war doch irgendwo ein Pokéball. Oder irgendein verschicktes Gitter, jedenfalls früher. Bin ich mir sicher. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob Pikachus Schwanz wackelt. Ja, wieso bist du so fett? Na ja, toll, na gut. Dann muss es die andere Seite sein. Hm.
Meine Güte, wie viel Zeit verschwinde nur wegen einem Item, was vielleicht da ist. Warte mal. Wow. Also ich bin jetzt nochmal runtergegangen für Items, die nicht da waren. Okay. Was für ein Blöd haben wir. Egal, gut. Nein, ihr wollt schon gar nicht. Super Lappköpfe. Super Trank. Nidorina! Oder Nidoran? Nidorina, ja. Fangen wir es? Und da haben wir es gefangen. Yeah, Pikachu Level 31 und Pokédex Level 26. Oh, lernt Drachenmut. Natürlich wollen wir Drachenmut lernen. Und weg mit der Rauchwolke. Für Nidorina, wohl ein Eintrag in Pokédex angelegt. Während es sich in seinem Bau aufhält, zieht es seinen Stachel stets ein. Damit signalisiert es dass es entspannt ist. Okay. Was für ein Stachel eigentlich? Ich fasse es nicht. Das ist doch diese kleine Göre, die uns ständig dazwischenfunkt. Wegen dir hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket. Wenn das so weitergeht, können wir dem Boss nicht mehr unter die Augen treten. Was bedeutet, dass dir jetzt eine ordentliche Arbeit bevorsteht. Nicht so schnell. Oh, Lorelei. Ihr rottet euch zu viert gegen ein einzelnes Mädchen zusammen? Das ist unverzeihlich. Keine Ahnung, wer du bist. Aber wenn du dich einmischst, machen wir dich auch fertig. Ich übernehme die drei da drüben. Kümmer du dich um den Hampelmann dort. Aber ich bin so müde. Ich will keine Beschwerden hören. Los, reiß dich zusammen. Rübel von Team Rocket fordert dich heraus. Ein Radikal wird da sein. Ja, die Ratte ist gleich Geschichte. Tschüss, tschüss, Radikal. Gegrillte Ratte oder verkohlte Ratte? Würde wohl eher passen. Und wieder ein Level. Wie bringen wir das nur dem Boss bei? Du weißt nicht.
ein Geschenk? Du bist doch nur ein Kind, wie kannst du so stark sein? Wir waren zu dritt und hatten trotzdem keine Chance gegen sie. Deine Eis-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer. Wer bist du? Lorelei, ich bin Lorelei von den Top 4. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch in Eiszapfen verwandeln, so wie eure Pokémon. Du gehörst zu den Top 4? Oh, in dem Fall Rückzug! In dir steckt ein talentierter Trainer. Du hast mich sehr überrascht. Verstehe. Du sammelst also die verschiedenen Arena-Orden. Ja, wo hast du die gesehen? Ich sehe die nirgendwo. Kleben die irgendwo dran hier? Oder steht da so ein Signal bei mir? Oh, du hast Orden. Oh. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem du dich in der Pokémon-Liga stellst. Wir sehen uns wieder. Und jetzt momentane Teleportation und sie ist weg. Wie immer. So, was macht der kleine Pimpfenecke? Alle reden davon, dass in Lavandia ihre Gespenster in ihr Unwesen treiben. Ja. Ich hatte keine Verwendung für meine Narre, deshalb habe ich es verkauft. Dafür sage und schreibe 5000 Poké-Dollar bekommen. Ja. Ich bin ein Ass-Trainer und der einzige und der ganze Ecke stärker als die gewöhnlichen Pokémon-Trainer, denen du sonst überlegt hast. Wenn sich dein Blick mit einem Ass-Trainer trifft, machst du dich besser von einem harten Kampf gefasst. Ja, okay. Pokémon können Amek von ihren Typen im Kampf eine Vor- oder Nachteil gegenüber ihren Gegner. Ja, sehr schön. So, hier, los, heil meine Pokémon, hier, nimm sie! Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind jetzt wieder topfit. Bitte, wir sehen uns bald wieder. Ja, natürlich, ist ja umsonst. Komm, du schäbiger Trainer. Ab und zu versuche ich mein Glück in einer Pokémon-Arena. Aber ich verliere immer. Ja, wieso kämpfst du denn gegen mich? Camper Christoph fordert dich heraus. Oh, komm, wir tauschen mein Pikachu gegen der Evoli. Ich will kein Pikachu haben, über die Evoli. Ein Enton. Ja, Mann. Und da Grill. Endicross. Bekomme ich schon wieder Hunger, wenn die Krosse. Menno, dabei habe ich doch extra trainiert. Ja. Ja. Du findest 5 Pokébälle. Und verstaust in deine Fangtasche. Und 3 Superbälle. Wieso nicht? Der Felstunnel ist ein hartes Pflaster. Du sollst ein bisschen mit mir trainieren, damit du für alles gewappnet bist.
soll ich mein komplettes Trainingsprogramm mit dir durchgehen? Ja. Dann zeige ich der jüngeren Generation mal, wie man sich richtig ins Zeug legt. Coach-Trainer Julia fordert heraus. Ein Kaputt hier. Ja, das ist ja gleich weg. Auf Wiedersehen, Quapuzzi. Oh, Rasa. Affe hoch 2. Ja, bitte, ein Schlag oder was? Hier, friss meinen Donner. Oh Gott, der lebt ja noch. So, Donnerblitz muss eigentlich reichen, oder? Geht auch. Hier ist schon Level 23. So jung und schon so gut. Ich glaube, ich habe mehr von dir gelernt als du von mir. Ich hier deine Belohnung. Mit der Tempelreise kannst du Pokémon hier Tag durchspeichern. Sie zerstört Barrieren wie Lichtschild und Reflektor. Heil! Vielen Dank für deine Geduld. Ja. Nächstes Mal schneller, bitte. Hier drin ist es stockfinster. Möchtest du, dass dein Partner die geheime Technik Lichtflut einsetzt? Ja. Wo ich das eigentlich gar nicht so schlimm finde. Pikachu hat Lichtflut angesetzt. Die Umgebung ist plötzlich taghell. Ja. Ein Onyx und ein komischer Lappen. Na, ihr Pär. Sprühdose Schutz. Na komm her, Onyx. Los, kann. Ratte. Ja, da wollte ich ins Vorbein eigentlich schon. So, aber jetzt. Klasse, Onyx wurde gefangen. Für Onyx wurde ein Eintrag in Pokésex angelegt. Es gräbt auf seiner Suche nach Futter mit irrsinniger Geschwindigkeit lange Tunnel, in denen sich später Dickte einnisten. Boah, Alter. Der macht die Arbeit und die anderen klauen sich das einfach. Komm her. Du Flipmon-Liebhaber.
Zeit für einen Pokémon-Kampf. Bereit? Los! Pokémanic Tom College Out. Ja, natürlich. Wow, wer ist mein Blackmon-Ei? Wie kann ich das erwarten? Meine Signale sieht so hässlich aus. Da fällt man weg. Game over. Ey, dieser Blick von dir, Alter. Ein Dragosso! Geht doch, ey. Bleib drin. Böses Dragosso. Und bleib drin. Sei brav. Klasse, Dragosso wurde gefangen. Für Dragosso wurde ein Tag im Pokédex angelegt. Es trägt den Schädel seiner Mutter als Maske, seinen Beinen halt darin wieder und wird zu einer traurigen Melodie. Ein Rihong! Los, runter mit dir! Noch ein Drag. Ein Golbat. Ein Geobat. Nee, okay, Geobat sag ich schon. Ein Geobat. Und auch so möchte ich gern Fleckmon liebhaben. Zu Hause zeichne ich gern Pokémon. Ja. Wen interessiert? Rede, fordert sich heraus. Ein Kangama. Ah ja, Donner. Ey, der schummelt. Ja, yeah, dieser Knast, der 27. Ads. Ich bin total erschöpft. Sieht aber ja nicht so aus. Du findest Belege. Ein Macholo. Ja, so, du musst aber drin bleiben. Klasse, Macholo wurde gefangen.
Primachello wurde eine Attacke mit Pokédex angelegt. Dieses Pokémon ist recht klein, doch seine Kampfsportkenntnisse machen es zu einem sehr starken Gegner. Kapselangriff plus. Ha, ha, ha. Glaubst du gegen meine Stärke an? Komm ran. Tokoyo. Toko. Warte, ich habe auch. Ein Onix. Gibt mich Ehre. Hoppla, das war ja ein starkes Stück. Ah ne, war schon. Na los, zeig mir, was du drauf hast. Schwarzgurt Daichi, voller Channel. Ein Mengi sozusagen. Machen wir Donnerblitz. Und das ist auch gut. Ein Kapuzzi. Keine gute Wahl. Tabura, ich bin 29. Du hast so einiges drauf. Mein Pokémon werden sich das fürchten lernen. Der Aufwartung. Warte mal, Kugel fordert dich heraus. Oh, er sitzt im Fernstand. So. Das ging ja schnell. Da haben wir uns natürlich.
Schlau. Ja. Auch zweimal muss man. Oh, aber jetzt muss er weg sein. Hallo, und am Ende hast du mich das Fischen gelernt. Naja, man fürchtet sich also so. So. Gehen wir hier eine schöne Ecke. So, das war's jetzt und ja, man sieht sich nächstes Mal. Bye bye.